Moin, mein Name ist Albo, ich bin im benachbarten Wald unterwegs und ich muss sagen, zusammen macht es draußen immer mehr Spaß als alleine. Deshalb soll es heute um Outdoor mit dem Hund gehen, meine ersten Erfahrungen mit Samwise, den ich jetzt seit 4 Monaten bei mir habe. Und wir waren schon oft draußen unterwegs, haben auch schon draußen zusammen geschlafen und diese Erfahrung möchte ich mit euch teilen. Wer Lust drauf hat, der bleibt dran. Jetzt bist du gefragt, wenn du schon mehr Erfahrung mit Hund draußen, Buschkraften, Outdoor oder auch Fernwandern hast, dann schreib's gerne mal unten in die Kommentare, darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, den kleinen Sam haben wir als Welpen abgeholt. Das kannst du auch alles nochmal in dem Video erfahren, was ich hier oben auf dem Ausrufezeichen verlinkt habe. Einfach draufklicken, dann kommt ihr zu dem Video, sagt mal alle Hallo zu Samwise. Einmal kurz die Informationen im Schnelldurchlauf. Wir haben ihn in der 8. Woche bekommen, ja, also als Welpen natürlich. Er ist ein Labrador-Berner-Senn-Mixhund. Ich wollte lieber einen Mischling haben, der auch ein bisschen laufen kann, aber trotzdem ein bisschen Hüteinstinkt hat. Also denke ich, ist das ein guter Hund. Eine sehr gelehrige Rasse und auch einfach sehr menschenbezogen und treu. Wenn man natürlich outdoor mit dem Hund unterwegs sein möchte, stellen sich mehrere Fragen, die ich jetzt einmal mit euch durchgehen möchte. Erste Frage ist zum Beispiel, ob man den Hund frei laufen lässt oder die ganze Zeit an der Leine hat. Ich muss sagen, persönlich finde ich es schöner, wenn der Hund frei laufen kann. Es gibt aber einfach Rassen, ja, und Hunde auch vom Charakter her dann einfach. Mit denen kannst du das nicht so einfach machen. Zum Beispiel Beagle sind da prädestiniert, aber auch Jagdterrierarten. Da ist es schwierig, die frei laufen zu lassen. Und ich glaube auch, da, also allgemein sind Förster mal ein bisschen kritisch mit Hunden, die man frei laufen lässt, verständlicherweise. Aber bei richtigen Jagdrassen sieht das nochmal ein bisschen anders aus, wie ich finde. Sam zum Beispiel jetzt kann ich frei laufen lassen. Der ist so bezogen bei mir und hat praktisch gar keinen Jagdinstinkt, zumindest bis jetzt noch nicht, dass ich ihn die ganze Zeit hier, wenn ich 4-5 Stunden draußen am Busch kraften und auch am Drehen bin und so weiter, einfach laufen lassen kann. Und der geht nie weiter weg als 5 bis allerhöchstens mal 10 Meter. Für alle, die aber nicht ihren Hund frei laufen lassen möchten, aber trotzdem ein angenehmes Wandererlebnis haben möchten, habe ich zum Beispiel letztens etwas gesehen, gibt es so eine Art Gurt mit einer langen Schleppleine. Ja, da bindet man sich mit so einem Clip einfach, ja, ich sag's mal, ein Stück Nylonband, ein dickes, eigentlich nur um die Hüfte und hat dann an einer sehr langen Schleppleine 5 bis teilweise sogar 10 Meter seinen Hund laufen. Ich finde, das ist eine gute Regelung, vor allen Dingen auch fürs Wandern, wenn der Hund nicht so perfekt hört oder einen starken Jagdtrieb hat. Ich denke, da kann dann jeder auch mit locker wandern gehen. Wie gesagt, das hängt ein bisschen vom Hund ab. Meiner kriegt es bis jetzt hin. Mal sehen, was ist, wenn er stärker in die Pubertät kommt, ob da sich irgendwas noch verändert. Aber bis jetzt ist alles in Ordnung. Wenn man den Hund natürlich so im Wald und so frei laufen lässt, der frisst alles, was er nur irgendwie bei 10 in den Mund kriegen kann. Also Holz, noch und nöcher, aber halt auch Mist, Pferdemist, den er irgendwie getrocknet findet. Man kann immer nur Nein sagen, und aber man sieht es halt nicht die ganze Zeit. Ne? Ich achte draußen auch nicht die ganze Zeit auf den Hund. Und dann ist das halt so, wenn der halt was frisst. Letztens ist er mit einem Pilz angekommen. Er hat den mir sozusagen fast halbwegs hingelegt vor die Füße, sozusagen als kleine Beute, habe ich ihm sofort klar gemacht, nein, Pilze gehen überhaupt nicht. Wenn du Holz fressen willst, dann mach's halt. Ich finde es nicht cool, aber abhalten kriege ich ihn davon auch nicht irgendwie, und dann ist das halt so. Damit der Hund draußen auch ein bisschen was zu fressen hat, nehme ich natürlich Trockenfutter mit in einer Plastiktüte, ganz einfach, ja, und dafür gibt es keinen besonderen Napf. Also da wird einfach irgendwo eine Stelle ausgeguckt, ja, er buddelt sich sowieso meistens irgendeine kleine Stelle zum Reinlegen oder sowas, und dann wird sie da hingelegt und dann ist das halt vom Boden. Dann isst er halt mal eine Spinne oder ein Blatt mit. Das ist, finde ich, kein Problem. Ich meine, es ist ein Tier. Was der sowieso sonst macht, ist auch völlig unappetitlich. Also da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Schwieriger ist natürlich beim Wasser. Aber ich nehme für ihn 1/2 Liter bis Liter, je nach Länge der Tour, auf jeden Fall immer mit. Und habe dann eine kleine Faltbecher von der Armee dabei. Oder auch andere Sachen. Kommt ganz drauf an. Meistens bei einer Buschkrafttour aber so ein Faltbecher von Armee, wo er dann sein Wasser reinkriegt. Der ist nicht sehr breit, der Faltbecher, aber es reicht absolut zum Wasser draus trinken. Abschließend nochmal zum Thema Futter und Wasser. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Menge an. Ich muss sagen, ich finde Trockenfutter natürlich irgendwie angenehmer. Also er kriegt sowieso hauptsächlich Trockenfutter, eigentlich nur. Und das ist auch, finde ich, das Praktischste. Also es wiegt nicht so mega viel, ja. Man kann es ohne Auslaufgefahr überall mitnehmen. Man kann sich sogar mal in die Hosentasche tun als Leckerli. Also damit ist eigentlich am besten bedient. Vor allen Dingen dann auch draußen, weil er braucht ungefähr 300 Gramm pro Tag. Und das ist wirklich nicht viel. Das kann er später, wenn er ausgewachsen ist und er sein kleines Geschirr sozusagen bekommt, absolut auch selber tragen. Das erste Mal draußen schlafen mit dem Hund war
ja, hat man sich komplizierter am Anfang vorgestellt, als es eigentlich war. Im Endeffekt, wir sind dann zusammen ins Zelt gegangen, dann habe ich die Tür zugemacht sozusagen und dann wusste er irgendwo instinktiv anscheinend, ja, jetzt ist langsam Schlafenszeit, ich habe mich in den Schlafsack gelegt, er hat sich neben mir eingerollt und im Sommer war das jetzt überhaupt kein Problem mit Isolation für den Hund, also da brauchte gar nichts extra. Und wenn es dann mal an den Winter geht, dann besorge ich dem Hund eins meiner Sitzkissen, ja, das ist eine dicke Yogamatte, dann kann er sich da drauflegen. Und zur Not kriegt er halt noch ein kleines Deckchen oben drüber, wenn es mal wirklich, wirklich kalt sein sollte, während wir rausgehen. Manchmal wacht der Hund in der Nacht auf, ja, von Rehgeräuschen und vielleicht auch mal ein Dachs, der hier lang dingst. Aber solange die Tür zu ist, guckt er nur, beziehungsweise guckt auf den Eingang, ja, spät sozusagen und legt sich dann relativ schnell wieder schlafen. Er weckt mich dann natürlich auf. Einmal in der Nacht ist er richtig aufgestanden, dass er dann auch zum Eingang rangegangen ist, am Eingang sozusagen geschnüffelt hat. Ich denke, dass aber je öfter man das macht, desto mehr gibt sich das mit der Zeit, wenn sich der Hund auch dran gewöhnt hat. Aber natürlich, laute Geräusche im Wald wecken ja jeden irgendwo auf, das ist dann auch nur normal. Wenn wir dann an einem Ort länger sind, ja, und er auch irgendwann keine Luft mehr hat aufs Rumschnüffeln und so weiter und so fort, dann fängt er sich an, eine kleine Kuhle selber zu buddeln, ja, buddelt dann richtig drauf los, ein kleines Erdloch sozusagen und legt sich da dann rein. Meistens macht er das direkt unter mir, also direkt unter meiner Hängematte, wo ich dann chille, legt er sich sozusagen irgendwann schlafen. Wichtiges Thema natürlich, draußen mit dem Hund sind immer wieder Zecken. Ja, wir haben eine Zeckenzange geschenkt bekommen, so eine zum Rausdrehen. Die ist ganz praktisch, greift aber nicht bei jeder Größe. Das ist wiederum ein kleines Problem. Aber er hat praktisch nach jedem Waldbesuch eigentlich irgendwo eine Zecke. Beziehungsweise jetzt gerade wird das weniger, weil es ja auch langsam ein bisschen kälter wird. Ist natürlich bescheuert, weil jetzt hier gerade, wo ich das Video drehe, haben wir gerade wieder eine Wärmeperiode. Aber insgesamt wird es schon kälter, vor allen Dingen in der Nacht wird es langsam deutlich kälter. Und dann ist das mit dem Zecken auch nicht mehr so ganz das riesige Problem. Aber wenn man mit dem Hund draußen war, muss man ihn immer komplett einmal absuchen. Am besten am Tag danach, weil die ganz kleinen Zecken, selbst wenn die sich festgebissen haben, die spürst du ja nicht unterm Fell. Ja, das kannst du vergessen. Natürlich geht das allerdings eigentlich ja auch für den Menschen, oder das ist halt einfacher, weil wir ja nicht so viel Fell haben. Da sucht man einmal ganz schnell mit dem Auge ab und dann guckt man nochmal da, wo halt Haare sind, nach. Falls der Hund doch mal ein bisschen weiter ja, wegläuft bzw. wegbleibt, meistens bleibt er hinten und schnüffelt, ja, während ich schon vorgehe, dann muss ich ihn halt wieder anlocken. Dafür habe ich hier in meiner kleinen Weste immer ordentlich Leckerlis mit dabei, wo ich schnell reingreifen kann. Ja, das ist sowieso eine sehr praktische Hundeweste, wie ich finde. Die stelle ich euch demnächst mal in einem kleinen Video vor. Dazu kann ich langsam meine Meinung abgeben. Und ja, aber ihn so richtig nicht wegkriegen tue ich ihn nur bei anderen Hunden, wenn die spielbereit sind. Also wenn sich zwei Hunde treffen, ne, die vielleicht noch im selben Alter ungefähr sind und die sind total auf Spielen beide aus, dann kriegt man sie selbst mit Leckerlis mittlerweile kaum auseinander. Ja. Es ist so eine Sache, aber wenn der Hund ihn nicht mag, dann haut er sowieso relativ schnell wieder ab und kommt dann wieder mir hinterher. Das war alles Wichtige, was ich so in meinen ersten Erfahrungen zu Outdoor mit Hund sagen kann. Ja, ich werde wahrscheinlich in einem Jahr oder so nochmal ein ganz großes Fazit abgeben, wenn ich auch längere Tagestouren mit ihm unterwegs war, also sagen wir mal 20, 30 Kilometer gewandert bin und vielleicht auch mal eine Woche mit ihm richtig wandern unterwegs war. Das wird dann natürlich nochmal eine Herausforderung. Im Moment machen wir nie mehr als 10 Kilometer am Tag und dann ist er langsam auch alle. Aber er ist ja auch noch nicht ausgewachsen. Wenn du denn noch irgendwelche Fragen hast oder meinst, ich hätte irgendeinen wichtigen Themenpunkt vergessen, dann frag mich doch einfach in die Kommentare oder schreib deine eigene Meinung und Erfahrung gerne unten in die Kommentare. Davon können wir alle nur profitieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da. Hier links und rechts oben findest du jetzt wie immer zwei weitere Videos. Einfach mal reinklicken, zum Beispiel eine kleine Bushcraft-Tour mit Übernachtung, wo Sam auch dabei war, und ein bisschen Ausrüstungsvideos. Hier unten auf dem Button kannst du mich wie immer abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, tschüss.